VBL, ich finde, dass die Regular Season definitiv viel zu lang ist. Du hast knapp 34 Spieltage, das ist für mich definitiv zu lang. Das vielleicht ein bisschen kompakter halten, sodass ein bisschen mehr Spannung aufkommt, direkt von Anfang an. Ja, ich finde es auf jeden Fall besser als früher, den 85er, 90er, 95er Modus. Foot, weil es einfach viel attraktiver für den Zuschauer ist. Ich finde es auch gut an sich mit diesen zwei Power-Items. Fände es nur besser, wenn die je fürs Jahr abgegradet werden. Du startest mit einem 90er Power-Item, dann zum Beispiel ein 95er, dann 99er, weil am Anfang sind die 99er viel zu gut gewesen. Deswegen könnte man das noch verbessern, aber grundsätzlich finde ich es ein Schritt hier in die richtige Richtung. Ja, kann ich mir eigentlich nur anschließen. Also ich kann das auch nicht so gut beurteilen, dadurch, dass ich die VBL eben seit ein paar Jahren nicht mehr spiele, die Club Championship zumindest. Aber ich habe den Modus auch ein bisschen gespielt und ja, also man merkt auch, vor allem am Anfang sind die 99er viel zu OP, aber sonst ist auf jeden Fall ein richtiger Schritt in die Richtung, dass eben Foot gespielt wird. Die Vereine haben trotzdem noch ihre Vorteile, dadurch, dass eben die Power-Items von den Vereinen sind, aber sind, würde ich sagen, noch ein bisschen zu OP für den Anfang. Kann man gar nicht mehr so viel verändern in meinen Augen. Es ist einfach nur wichtig, dass das Spiel an sich gut ist, weil wenn das Spiel das Produkt gut ist, dann ist auch die VBL als ganzes Produkt noch besser. Und deswegen ist man eigentlich auf einem guten Wege, außer EA choked halt rein. Würde ich nicht verändern.